So. Zack. Huch. Jetzt. Wir haben vergessen, die Folge zu beenden. Ja, ist ein bisschen länger jetzt geworden, die Folge. Was passiert? So. Jetzt müssen wir uns dann mal angucken, was wir jetzt noch als nächstes erforschen. So. War schon wieder ein Coupon. Perfekt. Hat das schon gereicht? Davon bräuchte ich halt wieder welche. Nee, davon hatte ich noch. Ah, hatte ich nicht genug. Stimmt, ich wollte die Kraftwerke bauen. Ich habe keine Coupons mehr. Schade. Terriumbahn. Ach ja, forschen wollte ich noch. Stimmt, aber was. Jupp. Weiter, Werkzeuggürtel. Toolbelt has been expanded. Das machen wir jetzt gleich noch. Terrium können wir auch machen. Das hat alles Sonnenbohnen gebracht. Sonnenbohnen ist das Beste. Waren, ja, da fehlt mir noch was dafür. Oh, die Pistole. Dann kann ich Sachen einfärben. Oh mein Gott. I love it. I love it. Blütenblätter. Boop. Boop. Yep. Holz und Co. schmeißen wir kurz hier rein. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal nach solchen Zeug suchen gehen. So, jetzt. Das da hinten. Wir müssen warten, bis. Was brauche ich denn für Kupfer? Warte mal, was brauche ich denn? Wände. Nee. Hier. Wandbefestigung. Wandpipeline-Durchführung, Wandhalterung. Ich brauche 3 Coupons. 3 Stück. 6 wären super. Aber 3. Ich brauche nur 3. Nein, damit fahre ich nicht durch die Gegend. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. 3 Stück. Dann können wir das natürlich mal verbessern. 2. Ja, das sollte reichen, hm? Um noch einen dritten zu bekommen. Ich trinke mal. Ich hole mir mal eben eine Erdbeermilch. Warte. Ich lasse euch mit bei den Coupons. Ne? Ich müde mich auch nicht. Ich komme sofort wieder. Sekunde. Hier irgendwie einen Produktionszweig mache, dass da einfach irgendwelcher Stuff die ganze Zeit reingeht. So in Dauerschleife irgendwie. So, oh, ich muss noch umrühren. Schöne Erdbeermilch nach diesem harten Arbeitstag. So, holen wir uns mal die Wandbefestigung, die Rohrleitungen. Vor allem die Durchführungen sind auch sehr wichtig. Oh, Scheiße, hat's rausgehauen. Brauche ich dafür? Okay, easy. Ja, ein bisschen was von Dings können wir noch holen. Hui. Oh,
Das sind wir auch mal hoch verlegen dann. Bei Gelegenheit. Die Kohlekraftwerke arbeiten. Mehr Energie braucht die Welt. Guck mal, es ist auch schon, ne? Es ist voll mittlerweile. Selbst der hinterste hier ist voll. Vielleicht kommen wir nicht mal drüber, ne? Wir müssen aber wahrscheinlich kurz erstmal jetzt das Ding hier stilllegen. Pipeline da oben, oder? In der Mitte. Das Problem ist, auf der Höhe hier, der hier, läuft das... Auf der Höhe läuft die Kohle, das heißt... Muss halt schon die Höhe sein. Ich packe mir das mal ganz kurz unten auf die Leiste. So. Ich bereite das mal vor. Habe ich jetzt auch diese... Ne, die habe ich jetzt nicht damit, ne? Ich kann die Stützen nehmen, das geht schon. Ich fahre mal das System selber runter, bevor es abstürzt. Das kann ich doch... Ne, kann ich nicht. Ja gut, dann lass mich es abstürzen. Ich hoffe, das kriegt es hin. Der Druck müsste genug sein, ne? Ja, der Druck müsste ausreichen. Hm. Hier drüben sind noch keine Verbraucher, also. Wir haben ja noch ein bisschen Wasser. Wenn ich jetzt mich beeile, geht das. Ich weiß nicht, ob ich den Winkel dann hinkriege. Kann ich da eigentlich schon sowas dran setzen? Nee. Warte mal, geht das? Ha! Scheiße, geht nicht. Ja, ich bräuchte das andere jetzt, ne? Das geht auch noch, okay. Das geht auch. Das Problem ist nur, ich muss halt eigentlich... Ja, jetzt ist es ausgefallen. Kann ich das dazwischen bauen? Scheiße. Ich kann es so machen. Ja gut, Okay, geht das?
Ja, so machen. Komm, das hätte jetzt so gut gehen können. Noch eins näher ran kann ich nicht. Okay, dann muss ich es anders machen. Dann komme ich aber hier in Konflikt. Wolfi, Knuddel, Knuddel. Kann ich noch eins näher ran? Ich glaube nicht, oder? Das wäre hier. Das, nee, das wird nicht funktionieren. Das geht? Okay, das sind, warte mal. 5. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, hier müsste gehen. Ja. Ja! Oh mein Gott! Es geht, es geht, es geht, es geht. Perfekt. Okay, okay, nice, 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 nice. Warte, ich passe das an. Hier. Und hier. Mache ich jetzt vor jedem hier einfach. Gut, das hier ist erstmal egal. Ich teste es jetzt hier bloß, weil das ist ja eh noch nie angeschlossen. Nice, okay. Puh, es, doch, klappt doch, klappt doch, klappt doch. Oh oh. Okay, das scheint aber auch zu gehen. Warte. So. Ansonsten legen wir die Kohlebänder ein bisschen runter. Boah, ganz knapp. Ganz, 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 ganz knapp. Kriegen wir das denn ein bisschen knapper hin? Guck mal so hier. Für die Optik. Einfach nur für die Optik. Aber ich sehe schon das Problem, hier vorne reicht die Pumpkraft nicht aus. Das heißt, da müssen wir nachhelfen, um das in das System einzuspeisen. Aber das sieht schon wieder, das sieht so geordnet aus, ne? Das sieht schon wieder so, so aus. So elegant, schönes Design. Okay, hier müssen wir Unterstützung machen. Kann ich? Wieso kann ich? Ach, mir fehlen, ach scheiße. Okay, dann machen wir das so. Warte mal, dann machen wir. Das ist ein bisschen geordneter aussieht alles. Das hier stört mich auch schon. Ich ziehe das mal nach ins Hoch, dass es ein bisschen auf einer Höhe ist alles. Das machen wir auch.
Viel angenehmer. Okay, wir brauchen kurz Kupferblech. Warte mal, kann ich euch hier craften? Ich habe glaube ich noch Kupfer dabei, ne? Nein, ich habe keine Barren dabei. Kacke, ich muss immer lieber rennen. Ich muss eh nochmal zum Forschung. Das passt alles. Wir müssen eh zur Forschung. Wenn diese Halloween-Woche rum ist, ne? Ich muss so viel hochladen für YouTube. Oh Gott. Oh Gott, meine Internetleitung wird glühen. Telekom wird mich verfluchen. Ich habe jetzt schon von den letzten 3 Tagen oder 4 Tagen. Nee, ist ein bisschen mehr. Von den letzten 5 Tagen über 100 Gigabyte ich hochladen muss. Nee, ich wollte vor schon gucken und dann wollte ich ganz rüberrennen. Yep. Die Pistole. Sehr geil. New equipment unlocked. Ja. Warte mal, hier. Ach, guck mal, da müssen wir eh darüber. Wir holen noch Dings und dann. Ja, bitte. Oh ja. Oh. Oh. Oh, die Pistole. Das war diese Bolzenpistole, ne? Die war auch cool. Einmal das hier. Hier oben habe ich noch was vorbereitet für die Bleche extra. So, ich kaufte mal Bleche, die brauche ich auch für die ganzen Röhren. So. Wir könnten theoretisch kurz warten, bis es fertig ist, ne? Aber das System war jetzt runtergefahren, ne? Kann ich es anschalten? Obwohl, ich werde es nicht anschalten können, weil das Wasser nicht zu den Kohledingern hinkommt. Warte mal. Vielleicht ziehen die Kohlekraftwerke hier Wasser, wenn ich das... Ja. Oh, das ist knapp. Nein, die Kohlekraftwerke sind nicht richtig an. Die Kohlekraftwerke sind nicht an. Ein Spike und wir sind... Das bricht zusammen das Netz. Ja, da war auch schon ein Spike. YouTube hat schon eine Lagerhalle voll neu nur für dich gemietet. Das will ich hoffen. Ja. Das will ich hoffen. Wir werden es brauchen. Ich würde gerne mal wissen, alle Videos, die ich bei YouTube bis jetzt hochgeladen habe in den letzten 7 Jahren, seitdem ich YouTube mache, wie viel Speicher kostet YouTube alle meine Videos? Das würde ich halt schon mal wissen wollen, ne? Ich will nicht wissen, wie viel Terabyte alleine ich brauche. Ich will nicht wissen, wie viel Gronkh zum Beispiel auch braucht an Terabyte, an Speicher. Ich hätte gerne mal eine Zahl. Das würde mich schon mal interessieren. Ich frage mich generell, wie YouTube das alles auf Dauer speichern will. Das ist halt die Frage. Ich könnte mir denken, dass irgendwie das vielleicht so eine 10-Jahres-Regel gibt oder so. Dass irgendwann so, ne, so eine Zeitspanne nach 10 Jahren verschwinden die Videos dann, wenn die gelöscht oder so. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Dass da irgendwo so ein Plan gibt, den aber keiner weiß, weil, keine Ahnung. Ich habe irgendwie noch kein Video bei YouTube angeguckt, was älter ist als 10 Jahre oder so. Die ältesten Videos, die ich so gesehen habe, sind 7 Jahre alt. Ich denke, da wird es irgendeine Zeitgrenze geben, aber wann ich das lösche. Ich glaube nicht, dass die es bis in alle Ewigkeit speichern, weil das ist halt nicht möglich eigentlich. Dann wäre irgendwann die ganze Welt eine einzige Serverfarm. Sehr unwahrscheinlich. Medizinische Eigenschaften. Nährstoffe. Kann ich noch nicht. Energieschnecken. Schnecke die Schneck.
Da brauche ich noch was. Schwefel kann ich auch noch Sprengstoff. Hier war ich noch gar nicht bis unten, ne? Ich habe welche, die älter sind als 10 Jahre. Echt? Okay. Dann habe ich keinen Plan, wie YouTube das macht. Dann weiß ich es nicht, aber ich würde es gerne wissen. 2000. Achso, ich brauche noch Dings. Innereien. Lecker Schmecker in der Reihen. Ja. Na komm schon, 50 Sekunden. Wir warten noch kurz die 50 Sekunden. Die haben wir. Komm, das erste Minecraft-Folge ist von 2010. 11 Jahre. Boah. Das ist schon eine Nummer, ne? Ich guck, wie lange bin ich jetzt bei YouTube dabei? Warte, jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich gucken. Acht Jahre. Ich mache 8 Jahre schon YouTube. Boah. 8 Jahre. Und seit 7 Jahren? Nee, seit 6 Jahren streame ich. Und seit 1,5 Jahren auf Twitch. Das ist eine Zeitspanne, ne? Ein langes, langes Hobby. Ein sehr langes Hobby. Ach, ich brauche die Pistole. Oh, scheiße. Oh, ohne Muni wird das nichts. Okay. 6 Inventarplätze. Oh, Herr Vorstaß, ich will 6 Inventarplätze haben. Oh mein Gott. So. Danke. Ach, ich bin doof. Ich muss ja auch noch die Platten machen. Mein erstes Video ist vom 4.5.2014. Das war nicht das erste Video. Aber das ist das älteste, was noch da ist, glaube ich. Ich kann mir eine Farbpistole machen. Satisfactory. Indy, ich sehe das, ne? Ich sehe, dass du gerade Satisfactory gestartet hast. Ich dachte, das ist nicht deins. Was ist los? Es triggert schon ein bisschen, komm, ihr müsst zögern, es triggert halt ein bisschen, wenn man das ist, so dieses Micromanagement, Fabriken aufbauen, ne, so alles schön, es triggert, ich finde es triggert auch. Factorio hat mich damals schon immer getriggert, aber ich bin nie dazu gekommen, Factorio zu spielen, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte es immer, aber ich kam nicht dazu, hatte kein Geld oder ne, PC nicht geschafft damals und so. Ich würde gerne nochmal so einen Step Back machen, einfach so aus Nostalgiegründen, Factorio. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Der Tunny-Effekt. Es gibt keinen Tunny-Effekt, das willst du von mir. Die Leute glauben dann noch, dass es einen Tunny-Effekt gibt. Doch, Satisfactory habe ich schon vor langem gesagt, dass ich das auf dem Kicker habe. Ich habe dich ja letztens noch was gefragt gehabt. Wenn das nicht Satisfactory war, was war denn das dann? Wo du noch sagtest, so war das nicht so deins. Was war denn das? Ich hätte dich bei irgendwas gefragt und du sagtest, es ist nicht so deins. Ich dachte, das wäre Satisfactory gewesen, habe ich mich getäuscht. Tut's mir leid. Dann, Indy, herzlich willkommen in der wunderschönen Welt von Suchtis Factory. Das ist nicht Satisfactory, das ist Suchtis Factory. Du kannst da nur reinsuchen. Wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, gehe ich hier hin, guck mir die Fabrikationsschritte an und mach irgendwelchen Zeug. Stellaris. Bei Stellaris warst du dir nicht sicher, ob es was für dich ist. Es gab aber irgendwas, wo du gesagt hast, das ist nicht deins. Gezielt. Da hast du irgendwie auch. Stellaris war so, ja, du willst dir das mal angucken. 28.12.2012. Dein erstes Video, Blub, auch schon lange her. Also du machst das ein Jahr länger als ich, Blub, glaube ich. So ein Jahr circa. Pi mal Daumen, müsste hinkommen. Ja, du machst das schon ein Jahr länger. Das ist krass, ne? Das ist schon krass. So, wir machen jetzt hier eine Pumpstation rein. Jetzt habe ich keine Motoren. Willst du mich verarschen? Hä, wo ist denn... Oh, Mist, ich hab's abgebaut. Sag mir bitte, dass ich noch genug für Motoren habe. Oh, Gott sei Dank. Da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern an Satisfactory, dass du das mal gesagt hast. Aber ist cool. Ich
Schön, dass du dabei bist. Das ist so. Keine Sorge, in die Wallatei, die auch noch da sein. Das ist gar nicht wahr. Ich würde. Nein! Oder außerdem ist Satisfactory auch gerade im Rabatt, ne? Satisfactory hat auch gerade einen Rabatt. Also wenn ihr da draußen denkt, so, boah, das wäre so meins, dann könnt ihr den Rabatt nicht mehr bekommen, weil bis das Video hier rauskommt, ist der Rabatt nicht mehr da. Toll, ich komm. Aber der kommt ja wieder. Es kommt ja wieder ein Rabatt. So. Hä? Hey, der geht doch gar nicht. The fuck? Nee, der war es nicht hier. Ah, die Pumpen sind an. Gut, die pumpen das Wasser hoch. Kommt das Video noch 2021 aus? Ja, das kann man einfach machen. Durchflussrate ist okay. Das reicht locker für den Betrieb. Ja, das reicht locker. Ja, das wird mehr. Das passt. Und es mit der Kohle passt. Sehr, sehr schön. Oh, wie viele Inventarplätze habe ich? Ich kriege nochmal 6 Inventarplätze mehr. Oh mein Gott. 6 Inventarplätze. Indy, ich kann dir aber sagen, wenn du das Spiel heute anfängst, Satisfactory, ne? Du wirst die Nacht durchsuchen. Es ist richtig schlimm, das Spiel ist echt schlimm. Das heute, ich wollte halt eigentlich eventuell richtig streamen, Facecam, also. Und ich dachte mir so, boah, einfach Satisfactory ein bisschen bauen. Das ist so ein Spiel, mitten in der Nacht, 0 Uhr, schmeiße ich einen Stream an und zock einfach Satisfactory. Einfach so ein bisschen Micromanagement, ein bisschen bauen, ein bisschen hier und da. Das Spiel ist echt schlimm. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der das auch mag, so. So Strukturen aufzubauen, Dinge zu planen, Pläne zu schmieden quasi. Es ist so toll. Es ist halt sehr geil, wenn du dann merkst, so das Zeug, was du planst und was du baust, das funktioniert halt dann auch. Dann freut man sich so übelst. Ach, scheiße, das war Fail. Wenn du den ersten Produktionsstrang machst und dann merkst du so, das klappt ja, das funktioniert. Du freust dich einfach nur so. Das ist so toll. Oh, warte. So, sind die jetzt auch mit Wasser schon voll? Ja, sind sie. Also 6 kriegen wir unter, denke ich. Kann ich noch? Ich brauche noch 2 Motoren. Scheiße. Warte mal. Ich brauche 2 Motoren. Dann kann ich das 6. Kraftwerk einfach schon mal bauen. So, müsste reichen, ne? Ja, perfekt. Dann haben wir mal 6 Kraftwerke. Da kann ich das nämlich zumachen, das Gebäude. Dann haben wir erstmal so das erste kleine Kraftwerk von vielen. Ich weiß gerade, wo mein Punkt ist, wo ich... Oh, scheiße, warte mal. Wo ich dann neu bin, quasi. Ich glaube... Also, Kohle hatte ich in der ersten Staffel damals schon. Wo kam der Step aber, wo ich dann aufgehört hatte? Oh, schwierig. Danny, hi. Knuddel, Knuddel, hi, hi. Oh, so. Danny Kuhn, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Was macht die Kunst? Wie ist dein Tag?
Alter. Nicht in die Richtung rennen. Nein, nicht in die Richtung rennen, du! Ich muss mal eben ganz schnell hier zumachen. Ich muss zuschließen. Hallo. Okay, perfekt. Ja, 3 der 6 Kraftwerke laufen schon mal. Sehr gut. Man könnte sich noch ein 7. reinquetschen, ne? Ich glaube, das ist erstmal. Ah, da bräuchte ich halt noch ein 2. Kohle-Ding, ne? Also eine 2. Kohlequelle wäre gut. Hä? Why? Ach, da kommst du. Ach ja, stimmt, ich habe hier abgebehrt. Hm, egal. Ich habe wieder eingefallen, dass da was war. Verändert sich der Planet eigentlich auch irgendwie wie Echo? Noch nicht. Aber das soll noch kommen. Dass auch die Tierwelt dann halt irgendwann, also dass du quasi, also ich vermute mal, dass sie so planen, dass es halt wie bei Factorio irgendwann wird, dass quasi du vielleicht so eine Ökologie hast, so eine Umwelt, dann hast du so einen Balken und der wird halt immer, ne, also es wird halt immer negativer und irgendwann wird sich die Natur quasi gegen dich stellen und du musst dich dann halt verteidigen auch, während du natürlich weiterbaust. Da gehe ich mal ganz stark von aus, weil das würde sich so anbieten. Moment, ich muss hier mal eben intervenieren. Halt, das war falsch. Jetzt haben wir quasi das nächste Kraftwerk. Was hier? Mit angeschlossen wird. Nein. So. Es wird halt. Nee, es hält sich die Waage, ne? Es hält sich sehr schön die Waage gerade. Angenehm. So, jetzt läuft schon das 4. Kraftwerk. Was ist denn mit dem vordersten Kraftwerk los? Warum läuft denn das nicht mehr? Ey du, was ist los? Hey, kein Strom. Nein, das Leitungssystem. Oder wie? Hä? Hä? War das Leitungssystem gerade überlastet? Du sollst hier nicht drin herumlaufen. Ich krieg noch ein Aggressionsproblem mit dir. Geh weiter. Nein. Du sollst nicht. Feuer, 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 Feuer. Lauf einfach. Nee, schon wieder. Du. Du quetschst dich doch nicht da. Ey, quetsch dich doch nicht hier durch. Was ist das verkehrt mit dir? Meine Fresse. Ja, andere Richtung, andere Richtung, andere Richtung. Hier raus. Ja, da lang. Ja, da lang.
Ja, gut, Dani. Bis gleich. Mach mich nur aggressiv, total. Der macht Party. Okay. Das läuft alles. Noch zwei Kraftwerke haben wir. Ab und zu, eins streikt immer ab und zu, ne? Liegt aber nicht am Wasser. Oder auch nicht an der Kohle. Doch, am Wasser! Es hat kein Wasser! Ja, aber es wird doch ordentlich reingepumpt, oder nicht? Der Durchfluss ist hier... Okay, warte. We need more power. Warte, ich verbinde die zwei doch noch. Yep. So, jetzt haben wir hier schon dran. Okay, jetzt hat das hier ein schönes, großes System. Es wird halt weniger, ne? Hä, warum ist das weniger? Meine Wasser... What the fuck? Also das eine vollgepumpt erstmal, oder wie? Füllrate. Netto. Ist das der Netto-Income? Nee, ist der Netto-In... Also, ah, doch. Es wird mehr, es kommt mehr rein, als rausgeht. Ich könnte doch eine Pumpe einbauen, theoretisch, ne? Das ist mehr hochpumpt. Die Frage ist, lohnt sich das, wenn ich hier eine Pumpe einbaue? Ich meine, die zwei haben doch Power. Also das ist ja jetzt nicht so, dass sie immer Wasser hier, ne? Dass es so mal da ist wie so ein See. Willst du mich verarschen? Oh, Kacke. Niklas, hi. Sehr gut. Und dir? Ich hoffe, dir geht's auch gut. No Facecam? Heute no Facecam. Heute mal no Facecam. Das ist doch eher ein spontaner Stream. Obwohl, ja, eigentlich ist ja geplant. Geplant und trotzdem irgendwie spontan. Also Horror gibt's erst wieder morgen quasi. Ich hätte sie nicht so schnell abbauen sollen. Ich hab's zu schnell. Ein spontan geplanter Stream, genau, sowas in der Richtung. Ich hoffe, das passt jetzt so. Ich hoffe, die drei reichen jetzt, um das System wieder in Gang zu bringen. Die kriegen kein Wasser. Oh, das ist hart an der Grenze. Oh, es ist hart an der Grenze. Das fällt gleich wieder aus.
Ich hole mal einen 200 Steak, oder? Okay. Ja, jetzt sind immer die Kohlekraftwerke, die kurz anspringen. Ich habe ein akutes Wasserproblem. Wenn ich dort das Dings wegmache. Das war eine dumme Idee. Jetzt laufen wieder 3, 2. Brauche ich eine Wasserquelle pro 3? Das wäre ja. Aber was? Es ist definitiv Wasser das Problem. Ich meine, Kapazität ist noch da, dass es hier fließt, ne? Oder. Ich separatisiere das. Warte mal. Wir separatisieren das mal. Das die ist jetzt nur noch dafür zuständig. Jetzt hat jede Quelle. Ich kann eine Unterstützungsquelle machen, theoretisch. Ich mache 3 Kraftwerke pro eine Wasserquelle. Aber das liegt ja wirklich an der Pumpkraft. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Du bist alles auf Maximum. Ich weiß ja, dass ich das überhaupt brauche, aber. Fütterhöhe 5,3 Meter, empfohlen 20 Meter. Jetzt laufen sie aber wieder, ne? Ja, jetzt haben sie wieder voll Wasser. Ja, aber jetzt kommt wieder Wasser nach, ne? Also so 3 pro Quelle. Das Problem ist, die Rohrleitungen schaffen das nicht. Ah, okay. Also brauche ich, wenn ich noch so ein Kraftwerk baue mit 6 Stück, nochmal 2 Pumpen. Ach du Back. Hab ich ja Bock drauf. Okay, das geht. Das ist knapp, aber geht. Okay, es fließt. Brauche ich da jetzt überhaupt die. Ob ich die Pumpe überhaupt brauche? Niklas, lass es dir schmecken. Wieso geht's dir mega gut? Was ist los bei dir? Mega gut ist ja schon mal gut, ne? Ey, ich brauche hier eine Pumpe, das läuft so nicht. Alter, wieder 2 Motoren. Ist das echt Trollenspiel? Ich muss mal eben noch 2 Motoren machen. Das Spiel trollt mich. Oh, ich 100. 2 Motoren. Na, Sunny. So. Nein. Mach auf. Motoren. Im Spiel 4 Quiz gemacht haben. Ja, GZ? Nice, gut gemacht. Was hast du gespielt? Ja, jetzt hast du wieder mehr. Durchfluss erhöht sich. Das gefällt mir nicht. Mach richtig jetzt hier.
das eine funktioniert definitiv. Das ist halt an der Grenze. Dem geht's auch nicht so gut. Hä, hey, aber... Dani, willkommen zurück. Was haben wir so? World of Tanks. Ah, okay. Ja, nice. Gut gemacht. Das Income schwankt halt so übel. Warum schwankt das denn so? Oh, ich könnte das. Okay, ich habe da eine Idee. Ich brauche mal Übertaktungszeug. Moment. Warte mal, das soll ich vielleicht hier oben reinschreiben. So. Na, kurz mal aktualisiert. Da-da-da, da-da-da. Hilfe. Da-da-da. Wo renne ich gerade hin? Ich habe während ich gelaufen bin vergessen, was ich machen wollte. Hey, was wollte ich hier? Ach ja, ich wollte... Ja, 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 doch. Doch, mir ist wieder eingefallen. Ja. Die Pumpen sind echt nicht stark. Die pumpen halt nur so ein bisschen Wasser, aber die sind nicht stark. Komme ich da hin? Ja! Nicht ganz so viel Schaden gekriegt. So, dann übertakten wir die und dann gucken wir mal, wie das System das aufnimmt. Die Übertaktung. Wie sieht überhaupt das System gerade aus? Das sieht okay aus, das System. Well. So. Guck mal, jetzt steigt das, ne? Schon mal ordentlich. So. Führt sie mich noch schneller. Ich glaube, die Übertaktung wird helfen. Jetzt gucken wir uns das mal an, was ich da fabriziert habe. Ja, guck mal, jetzt sieht das hier bei beiden Seiten schon sehr solide aus mit dem Durchfluss. Hier sinkt es gerade wieder. Na, hier auch. Das ist aber so Schübe, ne? Aber wenn ich einen noch mehr übertakte? Ah, guck mal, das läuft jetzt immerhin schon, also... Können die Ahren jetzt theoretisch immer noch gucken, dass wir die anschließen ans System? Oh, nee.
Wollte ich nicht. So. Ich würde dann vielleicht mal eine kleine Erkundungstour machen. Nach Schnecken. Wir müssen mal Schnecken suchen. Wir brauchen mal ein bisschen was zum Übertakten. So, jetzt fangen die nämlich auch alle an. Perfekt. Aber das System sieht jetzt sehr gut aus. Produktion 450 und ich brauche bis 140. Ach, nice. Nice. So läuft das aber, denke ich, erstmal sehr gut. Dort hinten ist, glaube ich, vollgelaufen, ne? Die vorne pumpt halt übelst, die hinten ist halt, obwohl die halt auch verbraucht, aber was ist der Unterschied zwischen den beiden? Weißt du, wie tief das Wasser ist? Ist das ein Unterschied? Ist ja jetzt interessant zu wissen, ob es einen Unterschied macht. Hm. Okay, das haben wir. Jetzt kümmern wir uns um die Fabrik hier oben. Dann um die Kupferfabrik. Warte mal, erstmal die... Alter, hier schon. Moment, Moment, das klingelt. So, I'm back at the business. Yep. Aber habt ihr gestern und in den letzten Streams jetzt schon was gemerkt? Es klingelt nicht mehr so oft, weder an der Tür noch am Telefon. Könnte daran liegen, dass ich das Telefon ausgeschaltet habe und die Tür klingelt. Das ist so angenehm, oder? Manchmal muss man, wenn man mal seine Ruhe haben will, muss man ein bisschen hier. Ich werde auch nur meine Ruhe in meinem Hobby nachgehen. So weiter muss man auch mal konsequent sein. So. Strom läuft. Die Kraftwerke da drüben sind am Arbeiten. Die können wir eigentlich echt ausschalten jetzt langsam. Ich mache wieder den Fehler, ne? Jetzt laufen die ja gut da drüben. Da können wir das schon machen, wir können die direkt umregieren. Ja, guck mal. Ja, komm, guck mal. Das machen die Kohlekraftwerke gerade echt gut. Wir gucken mal, vielleicht müssen wir da doch nochmal was hinbauen, aber wir schließen jetzt auch mal die hier schon an. Also, nee, angeschlossen sind die ja schon, die müssen. Ah, warte mal. Die müssen ja bloß noch hier, ja, mach das. Ich überlege, ob wir jetzt zuerst Kupfer machen gehen. Kupfer ist relativ schnell gemacht. Minimaler Anstieg. Immer noch sehr gut. Okay. Ja, mache ich einmal das hier oder mache ich das andere? Fragen. Ich glaube, wir machen ja erstmal Kupfer. Kupfer ist schnell gemacht. Kupfer sind 2 Stränge. 3. Nee, 2. Nee, dort 3. 3. Aber das ist das schnell gemacht. Da machen wir auch noch einen Splitter hin. Das passt schon. Habe ich denn alles dabei? Ja, hat schon was. Ist ja bloß eine Quelle, das heißt, die 2 Schmelzhütten müssen reichen. So, jetzt machen wir erstmal ein schönes Fundament, damit das ordentlich aussieht.
Ich würde sagen, wir packen die Kupferfertigung hier so hin, oder? Aber der Baum muss weg. Nein. So. Dann planen wir die Kupfermontage. Habe ich da noch meine Kettensäge dabei? Aha. So. So, Natur, ade. Ich hoffe, die Kettensäge ist nicht so laut. Ich kann das so schlecht einschätzen mit der Kettensäge. Okay, hier sind die Kupferdinger drin. Stopp, 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 stopp. Okay, warte, ich muss mal hier stoppen. Ich stopp mal. Produktion einstellen, Produktion einstellen. Das Problem ist, ich müsste das alles jetzt wegräumen. Dann ist mein Inventar aber sowas von zu. Aber das kriegen wir hin. Ich mache mal noch ein bisschen breiter das Ganze. Die Kisten müssen wir dann alle erstmal wegräumen. So, das muss auch noch weg. Den Strom legen wir jetzt auch nicht darüber, der kommt über die Brücke. Ach, das können wir gleich mal, warte mal. Brücke, Brücke, Brücke. Führen wir es an der Seite entlang. Ja, oder? Ja. Warte mal, kann ich das? Ah ne, die machen automatisch die Doppeldinger. Ne, das will ich ja nicht haben. Boah, ich bin gut. Hat sogar getroffen. Okay. Dann haben wir schon mal an der Brücke schön entlang gelegt. So. Hier kommen Wände hin. Müssen erstmal Pläne planen jetzt. So, hier sind die Wände. Bis wohin mache ich denn das? Gehe ich bis hier vor? Das ist halt wegen dem Gras, das ist halt doof, ne? Ich pack's mit rein. Dann machen wir hier die Schmelzhütten hin. Der Container kann ja dort bleiben. Nee, kann er nicht. Shit. Der muss auch weg. Okay. Ich lasse das mal in einen neuen Container laufen. Weil ich nehme das mal erstmal hier den Strom weg. Dass das anhält. So, jetzt machen wir hier neues Importlager für das Erz erstmal. Neues Erz-Import-Lager. So, das Tor hin. Ich muss mir bei Gelegenheit auch mal mit den Coupons die anderen Wände holen. Ja. Dann tun wir quasi das leer ziehen, dann muss ich das nicht von Hand machen jetzt. So. Hab ich noch? Ne, hab ich nicht, okay. Gut, dann kann ich schon mal leer laufen. So, nehmen wir das hier auch schon mal weg. Ich muss das ganze Zeug noch wegräumen, das wird nicht witzig.
Oh, scheiße. Nein, Alter. So. Okay, das können wir machen. Ich brauche Schmelzhütten. Wir könnten es nach hier so drehen und das hinten rumziehen. Dann nutze ich das Gras noch so ein bisschen aus. Fusionator. Weit gegangen. Moment. Einmal so. So. Perfekt. Dann machen wir erstmal wieder ein kurzes Zwischenlager. So. Bam. Komm her. Ich baue zuerst mal das andere lieber, dass ich weiß. Splitter. Jo. Ach, warte mal, ich hab ja. Warte, ich mach zwei separaten. Nee. Warte. Wir machen zwei separate Bahnen jetzt. Dann kann ich nämlich auch diese zwei separaten Bahnen bauen. Kupfer, Kupfer. Ziehen wir kurz die Wand hoch, dann kann ich hier die Knüpsel anbringen. Mann, jetzt muss ich außen rumgehen, um die nochmal zu treffen. Dit. Hat die jetzt nicht automatisch. Das ist dumm. Okay, oder? So. Genau, das ist besser. Das kann prinzipiell schon mal dann arbeiten gleich. So, das sollte laufen. Ja, der arbeitet wieder. Gut. Da haben wir schon wieder die Grundkupferproduktion. Das läuft. Wir haben nur eine Quelle, also nur zwei Schmelzhütten.
Kann ich jetzt hier irgendwas reintun? Ich muss es dann alles unbedingt mal aufsammeln hier noch. Sheet. Essen ist fertig, lass es dir schmecken. Okay, für das Erz reicht es nicht mehr. Okay, zack. Kurz ein bisschen aufräumen und dann geht das weiter. Warte, wo ich jetzt jeden Kisten einzeln aufsammle. So. Jetzt aber. Okay, was haben wir hier? Nehmen wir mit. Was haben wir hier? Nehmen wir auch mit. Okay, fast die ganzen Kisten weg. Was haben wir hier drin? Oh, scheiße. Okay, wenn ich das hinpacke. Na gut, aber bis jetzt kam noch nicht Kodierung überlastet oder irgend sowas. Also sieht gut aus. Wo war das? Ach hier. Mal mit rein. Die Schmelzhütten laufen schon. Wir können mal. Habe ich denn noch? Okay. Dann liefern wir das mal ein bisschen schneller. Obwohl, die haben eh zu tun. Das wird eh nicht mehr. Wände machen wir auf die 8. Und ich brauche definitiv mehr Platz. Okay, dann machen wir die erste Produktion. Habe ich eigentlich Stuff dafür? Schön, dass es mir auch noch selber auffällt. Da muss ich erstmal laufen. Aber das können wir auch schon machen, dann kann ich das mit dem Strom dann schon machen. Shit. Upp. Alter. Ich muss halt immer zweimal hingucken. So, dann machen wir dann die Kupferfabrik. Wenn man sich um Strom kein Problem, keine Sorgen mehr machen muss, ey. So angenehm. So angenehm. Ich muss ja oben noch ein Dach draufsetzen, fällt mir ein. Ach guck mal, es sieht alles so schön ordentlich aus, ne? So schön strukturiert. I like it. I like it. Ach, guck mal, ja, jetzt haben wir ein Eisenplattenproblem. Shit. Ich habe es befürchtet, dass das passiert. Die können nicht schnell genug produzieren. Ja, warte mal. Hatte ich das nicht gefixt? Es kommt deutlich mehr an.
Aber es reicht nicht. Es kommt deutlich mehr an, aber es reicht nicht. Ich lage hier mal ein bisschen was um. Das ist nicht 100%, aber wir können. Ja gut, das nützt nichts, wenn da nichts ist. Daran liegt's also. Das ist natürlich jetzt semi-geil. Siehst du, wenn ich schon mal zwei solche Maschinen mache, bringt es mir nichts. Es kommt nicht genug Eisenbahn an. Okay, da kümmern wir uns dann gleich mal drum. Erstmal machen wir Kupferverarbeitung komplett. Aber hier unten hat es da auch gereicht. Wieso reicht es denn, oder? Nee. Ja gut, unten verarbeitet es nicht weiter. Unten ist einfach nur Eisenplatten. Da kam ich nie dazu, dass es das... Ja, okay. Hätte ich das da unten verarbeitet, die Eisenplatten, dann wäre es wahrscheinlich jetzt auch leer. Ja, stimmt schon. Scheiße. Habe ich nicht dran gedacht. Muss ich was machen gegen... Yep. Also der scheint aber auch sehr gut zu produzieren. Aber nicht mehr. Also nee, der muss ja genauso viel eigentlich wie die Eisendinger machen. So, jetzt aber. Wir bauen. Ich würde sagen 2 pro. Also 2 pro Sache. Don't panic, da haben wir hier mal so ein. So. Wir brauchen ein paar Kabel. Ja, die können wir auch gleich automatisieren. Dann haben wir das nämlich auch. Dann tue ich statt eine einzeln. Dann mache ich zwei Kupferdraht, damit ein Kupferdraht direkt weitergeht in die Kabel. Okay, machen wir so. Wir machen 3 Stück. Kupferdraht, Kupferblech. Wobei das Kupferdraht, einer davon, nochmal in die Kabel weiterverarbeitet wird. Da kommt nochmal noch ein Schritt quasi. Ja, ich denke, das passt. Das sollte so gehen. So, also. Machen wir das hier gleich zu Kupferblech. Richtig. Ja. Ja, warte mal, dann setzen wir das hier in die Mitte, damit es ein bisschen... Was ist das schön? Das sieht gut aus. Okay, dann machen wir das so. Wir brauchen einen Splitter. Nehmen wir das untere. Das würde ich für oben benutzen, glaube ich. So, nee, das brauchen wir ja nicht. Halt. Was
wenn man das jetzt macht, eine doppelte Kurve, dann machen wir das hier rein. So. Halt. So. Genau, dann machen wir jetzt hier Kupferdraht. Kupferdraht. Die Bleche. Das sieht gut aus. Dann bräuchte ich hier mal irgendwo so einen Stromknotenpunkt. Am besten mal hier so. Warte mal, ich brauche mal Strom. Ich brauche mal die. Die packe ich mir mal auf die. Auf die Neune. Okay. Dass ich dann irgendwann später hier noch Ausgänge habe für Strom. Okay, perfekt. Und dann können wir hier sehr schön. Das schon mal produziert. Dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Das hier ist das Blech. Das war taktisch unklug. Ich hätte das Blech rechts hin machen sollen. Okay, dann machen wir hier. Aus denen. Machen wir hier dann die Kabel draus. Aus dem Draht. So. Setze ich das hier hin. Okay. Das ist ja 1:1, ne? Nee, 2:1. Ja, gut. Nee, 2:2. Nee, doch 2:1. Ja gut, das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Da würde ich okay einen Puffer erst dazwischen machen. Oder wir führen das erstmal in ein Lager und vom Lager aus machen wir dann einen Splitter davor. Können wir auch machen. So hätten wir aber drei separate Stränge, wo wir genau wissen, okay, wenn das und das stockt, dann wissen wir genau, das dort und dort. Das ist genau der Strang und dann... eigentlich ist es gut. Ich kriege auch immer zwei hier raus. Das müsste wohl ein bisschen übertaktet sein. Das geht sich aber richtig gut aus gerade irgendwie. Also der, wenn ich es nicht übertakte, hat das gut zu. Das müsste ich einmal übertakten, dann ist es eigentlich, glaube ich, perfekt. Ja, wisst ihr was? Wir machen das echt so. Jetzt kommt nämlich, jetzt ist schon, ja. Also Moment, erstmal noch hier ein paar Wände hin, da kann ich dann die Stromdinger reinpacken. Okay, also machen wir erstmal ein Lager. Wir packen erstmal alles in ein Lager rein. Förderband Fusionator. Nein, das wollte ich nicht. So. So, Kupfer steht. Also die Blechplatten steht. Kann noch was eingefallen? Sekunde.
es kann so bleiben, das ist nicht schlimm. Ich setze das ein Stück weiter vor. Warum setze ich das ein Stück weiter vor? Ich würde gerne hier noch einen Splitter dazwischen setzen. Also quasi, wenn das hier voll läuft, dann wird das abgezweigt. Ne? Es wird nicht aus dem Lager genommen, es wird abgezweigt. Vorher dann. Dass es immer so einen gleichmäßigen Fluss gibt. Warte, nochmal uns oben draufsetzen. So. Und dann können wir nämlich hier das wegnehmen. Nehmen wir es auf der anderen Seite weg. Und dann machen wir jetzt hier das hin. Boom. Genau, und jetzt produziert der nämlich das. Sehr schön. Das müssen wir mal weg. Dann machen wir nochmal eine kleine Plattform hin. Und dann haben wir nämlich Kupfer jetzt gleich schon fertig. Ach so, jetzt müsste ich halt gucken. Passt. Wir müssen irgendwo noch mal ein zentrales Lager dann irgendwann einrichten. Kann ich jetzt hier so Tore reinpacken? So. Und damit ist ja die Kupferfabrik prinzipiell auch schon fertig. Klein, schnell. Und fürs Erste ausreichend. Ja, doch, war richtig. Kann ich hier auch gleich irgendwie... Nee. Okay, für ein Dach muss es eh 3 hoch sein. Yep. Aber das passt schon mal. Sehr schön. Ach, jetzt müsste ich ja eigentlich... Oh, verdammt. Ich muss die noch ausräumen. Was war da drin? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, verdammt. Okay, warte. Sortieren. Warte. Ich packe die gerne im Kupferkabel jetzt irgendwie vorne in die Kiste. Das hier ist das Hauptkupferkabellager. Boom. Ist ein bisschen hinterhergelaufen, aber muss halt auch sein. Ne?